Gemächlich fließt der Fluss Wiesent durch die fränkische Schweiz. Die Bewohner Forchheims machen sich den Fluss in der Nähe seit langem zu nutzen. Am sogenannten Schwedengraben wird seit dem frühen 20. Jahrhundert mit dem Wasser der Wiesent Strom erzeugt. Das Wasserkraftwerk ist bis heute noch immer in Betrieb. Kai Wingenfeld ist Maschinist der Anlage. Wir sind hier zuständig dafür, dass das Kraftwerk 365 Tage rund um die Uhr eigentlich am Netz sein soll. Das beinhaltet eben Wartung, dann beinhaltet es kleine Reparaturen, dann den Außenbereich in Ordnung halten. Ja, das ist eigentlich so das Grobe. Eine weitere Aufgabe von Wingenfeld ist das Bedienen des Rechens. Mit ihm wird Unrat, wie zum Beispiel Äste, aus dem Fluss gefischt, die sonst in die Anlage hineingezogen werden. Das Wasserkraftwerk versorgt zwischen 500 und 600 Haushalte mit Strom. Da im Winter höhere Wassermengen anfallen, läuft das Kraftwerk dann unter Vollleistung. Im Sommer reduziert sich die Leistung bis auf ein Drittel. Durch das fließende Wasser drehen sich die Schaufeln der Turbinen. Diese Drehbewegung wird auf eine Welle übertragen, die dann wiederum einen Generator antreibt. 1998 wurde das Kraftwerk an seinen heutigen Besitzer, das Unternehmen Kraus, verkauft. Die Strömung, momentan sind es 6000 Liter in der Sekunde, die bei uns durchs Kraftwerk gehen. In der Hochwasserzeit sind es bis zu 24.000 Liter. Und wenn es mehr werden sollte, dann haben wir eben den sogenannten Schwedengraben, wo auch unser Kraftwerk danach benannt worden ist. Das ist geschichtlich noch vom 30-jährigen Krieg. Da versuchten eben die Schweden in Forchheimen das Wasser abzugraben an der Kaiserpfalz. Die Stadtwerke Forchheim sind der lokale Energieversorger. Für das Unternehmen ist Wasserkraft eine tragende Säule. In Forchheim hatten wir immer schon die Situation, dass wir einige dezentrale Anlagen, eben die Wasserkraft, hatten. Und in Zukunft oder gerade sind wir in dem Umbruch, dass die Stromversorgung, die großen Kraftwerke fallen weg. Wir müssen das Ganze dezentral gestalten. Neben der Dezentralisierung spielt auch der Ausbau bestehender Kraftwerke eine wichtige Rolle. Am Schwedengraben wurden die Turbinen so umgebaut, dass sie die Grundlast abfahren können. Die haben dann eine sogenannte liegende Schnecke noch nachgerüstet, damit können sie spielen. Zurück im Kraftwerk Schwedengraben. Kai Wingenfeld nimmt die Schnecke regelmäßig in Betrieb. Pro Stunde kann sie bis zu 4000 Watt erzeugen. Also die Wasserkraftschnecke, die 2011 gebaut worden ist, ist deshalb gebaut worden, weil eine Erneuerung von unserem Wehr sowieso anstand. Und in dem Zug hat dann die Familie Kraus sich überlegt, da gleich eine kleine Restwasserturbine einzubauen, weil das Wasser muss sowieso abgegeben werden für die Landwirte im Sommer. Und dann hat man sich entschieden, ein kleines Kraftwerk mit einzubauen und dann konnte man nochmal zusätzlich Strom erzeugen. Seit über 100 Jahren wird am Schwedengraben Strom erzeugt. Trotzdem unterlag das Wasserkraftwerk in all den Jahren einem stetigen Wandel.